Zum Wohl, Herr Hagen. Prost, Herr Marquardt. Es wurden ja jetzt gerade im August die ersten Ankerzentren in Bayern eröffnet. Ich sage Ihnen was, wir machen jetzt unser eigenes Ankerzentrum. Unser Ankerzentrum für CSU-Flüchtlinge. Ich glaube, das ist notwendig. Ja, es gibt ja eine Widerstandsbewegung in der CSU, in der CDU. Die heißt Union der Mitte. Das muss man sich mal vorstellen, dass sich in der CSU eine Gruppe bildet, die gegen die Regierungslinie protestiert. Das sind eigentlich Leute, die müssten FDP wählen. Ich habe den getroffen, den Initiator dieser Union der Mitte. Also da sind wirklich ein paar vernünftige Leute dabei. Die gibt es ja auch in der CSU. Die haben nur momentan nichts zu sagen, weil der Kurs eben momentan dominiert wird von den Scharfmachern dort. Aber die werden ja vom Wähler am 14. Oktober wahrscheinlich zur Raison gerufen. Ja. Ein guter Journalist nimmt ja seine Quelle mit ins Grab, aber ich nenne keinen Namen. Ein CSU-Abgeordneter kommt und sagt, stellen Sie mal vor, meine Frau sagt, deine Partei kann ich nicht mehr wählen. Und wink in Richtung FDP. Also das ist natürlich die Tyrannei der CSU-Fürsten. Ja, so ist es. Es ist aber auch ein Grund, also die CSU läuft ja der AfD hinterher momentan. Die versuchen irgendwie den rechten Rand dicht zu machen und lassen die Mitte dabei vollkommen offen liegen. Und die Mitte sucht momentan Alternativen in Bayern. Da gibt es die Freien Wähler auf dem Land, die Grünen in der Stadt, aber das sind alles keine liberalen Parteien. Die Grünen sind eine linke Partei, die Freien Wähler, da weiß man eh nicht so recht, wofür die stehen. Die FDP ist, glaube ich, für bürgerliche Wähler eine sehr gute Alternative. Also für die Union der Mitte sind wir absolut eine Adresse. Das müssen wir denen auch erklären. So ist es. Der Gründer stammt ja aus München. Der Gründer ist Münchner. So ist es. Aus München-Leim ist er. Zum großen Ärger der CSU-Spitze. Aber ich habe auch Leute in Hessen getroffen, die sagen auch, ich bin der Union der Mitte beigetreten, sagt mir ein Bürgermeister. Ja, es gibt gerade viele Bürgermeister, die ja pragmatisch Politik machen von der CSU, die sagen, mit der CSU momentan können sie sich nicht identifizieren. Ich saß neulich mit einem zusammen, der kommt aus dem Landkreis Dachau, der macht da eine sehr gute Politik, gerade die Integration von Geflüchteten klappt dort prima. Der sagt, mit den Tönen von Söder und Dobrindt und Seehofer, da kann er nichts anfangen. Also die FDP muss eine klare Alternative sein für diese Leute. Und es geht ja jetzt bei der Wahl auch darum, wer regiert denn Bayern nach dem 14.10. Denn eine Alleinherrschaft wird es ja nicht mehr geben. Ja, wir werden Ihnen helfen. Wir werden Ihnen helfen. Wir werden Bayern helfen.